Ja, willkommen zurück im Let's Play mit Sarge und Spider-Kill. Ja, Leute, ich hatte bei einigen Aufnahmen von diesem Part, den ich jetzt erstelle, einige Probleme beim Reden gehabt. Nein, mir ist nicht die Sprache aus dem Mund geschlagen. Ich meine, ich habe so schnell geredet und deswegen muss ich nochmal diesen Part überarbeiten. Und dann werdet ihr den irgendwann veröffentlicht bekommen. Aber wann, das ist nur eine Frage der Zeit, des Wunders und Stewie und Family Guy, ich weiß. Und damit geht es los. Mit diesem, wisst ihr schon, Let's Play Dingsbums. Jo. Und damit wollen wir nun mal das Spiel starten. Wieder 100, ob immer bei 100, das habe ich sonst schon immer in diesem, also in diesem Part öfters benutzt mit Wario. Und ich glaube, wir spielen die Runde. Ich weiß, ich habe mit Jombay schon die Runde gespielt, aber das war ja ein Special. Hier versuche ich ein bisschen ernster zu nehmen, wenn es geht. Zahmt ist ein Rockin, Zahmt ist ein Rockin, Zahmt ist ein Rockin, kann ich fallen, Alter. Gibt's hier auch so einen Song? Ja, ach, hier Staubsauger ist auch wieder dabei, ach, wie schön. Unsere Staubi-Daubis. Na, guck mal her. Guck mal her, Staubsauger-Mädels, Alter. Mein Joshi, hier wird nur, ja klar. Wie kann man denn mit Staubsauger auf einer Sandstrecke fahren? Sag mal, gehen eure Telle nicht kaputt? Also gehen eure Dinger hier nicht im außer Betrieb, wenn ihr da auf dem Sand fährt? Mir soll es egal sein, ich brauche den Strom nicht bezahlen. Oder ich brauche den Ersatzstaubsauger dann nicht finanzieren. Also das ist euer Problem. Also mit Staubsauger, ich weiß, das habe ich mit Jomboy im LP-Special beredet, was da schon veröffentlicht ist. Und da dachte ich, warum führe ich das hier nicht fort? Was natürlich für jeden ist, die Nervigkeit vor Ort. Boah, boah! Ja, ich hatte damals in den ersten Parts gemeckert, im zweiten zu schnell geredet, im dritten war die Frequenz nicht so gut und Peach ist mal wieder hier in einer besten. Ist hier noch mal ein Bonusgeschenk? Ja, Peach-Geschenke müssen sein, macht jeden glücklich, auch wenn ihm schon wehtun. Na ja, Shia, du kannst doch nur staubsaugen, nicht wahr? Ja. Ich kann das zum Beispiel ja. Hört dich an. Ja, ich bin echt gut abgegangen, ja. Ich kann das gerade nicht nachmachen. Oh, ey, Peach, Mensch. Den Staubsauger schon so kaputt gegangen? Ich glaub mal schon. Wenn du bei Sand im Beutelchen drin hast. Naja, kann doch Schlamm sein, das ist noch schlimmer, der ist ja nass. Dann geht die ganze Maschinerie kaputt. Aber ich bin davon ja nicht. Ich bin davon ja Experte kein. Ja, Prinzessin, ja. Oh, Yoshi, habe ich jetzt deine Karre verstopft. Deine Staubsaugerröhre, habe ich die gerade verstopft? Musst du die entstopfen, machst du Salzsäurerin. Ja, ich weiß nicht, ob die alle aufätzt. Also Menschen kann sie aufätzen, weiß ich aber auch nicht. Oh, Yoshi, du bist doch ein Überlebenskünstler, Alter. Wir fahren 3 von 3, ich kann gut sehen und da bin ich immer dabei. Nein, bin ich nicht. Ich bin einer der größten Fehler mit den Staubsaugerleuten hier, ey. Willst du auch essen? Peach, hast Hunger? Ja, willst du essen? Schmeckt gut. Also ist es sogar drauf eingegangen. Ja, nicht gedacht. Ist sie drauf eingegangen, ach du Scheiße, wie kann man denn Bananenschein futtern? Bananenschein-Fans.
Manche sind da so eine Künstler, nicht wahr? Obwohl die wahrscheinlich gar nicht schmecken würden. Boah, Stern, jetzt hier Revanche oder Vendetta, genau. Vendetta wegen der Staubsaugergenerve, ganz genau. Also wirklich, ey, was ist denn. Ey, gehen die nicht kaputt, irre Teile? Die müssen dann damit die Upgrades gemacht haben. Ja, da könnt ihr mir auch empfehlen, die Wochenstaubsauger-Upgrade. Den braucht mir keine Beutels mehr kaufen, da gibt's einen Beutellosen. Aber wahrscheinlich ist es bei euch nicht der Fall. Oh, armer Yoshi, armer kleiner Yoshi, hab ich dich kaputt gemacht, ja. Ich hab dich mal wieder voll reingelegt. Oh, wie auf der Fresse, an den Dreh ich jetzt diesmal. Mal sehen, ob wir die Staubis noch weiter erleben werden. Jetzt sollten die wirklich einen Nassstaubsauger in der Hand haben, weil sonst kann es bei den Beten in der nächsten Runde sehr übel ausgehen. Also ich glaube nicht, dass das jemand miterleben will, wenn man Eis saugen muss. Und es ist schön kalt, Yoshi, ja? Da kann der Staubsauger leicht anfangen zu brennen, oder was weiß ich. Ich würde hier lieber nicht saugen fahren, sonst seid ihr nachher alle down. Und dann müsst ihr die Brandschäden bezahlen, obwohl Abwasser ja nicht brennen kann. Okay, bei Mario Kart ist ja alles möglich. Da kann Wasser wahrscheinlich sogar, kann da Wasser? Keine Ahnung, Wasser kann das, was Wasser kann. Ganz genau. Das ist meine Theorie. Eine Theorie für Leute, die im Leben zu viel verpasst haben. Ganz genau. Also, wenn er mich mal klug reden hört, dann glaube ich, ist Weihnachten und Ostern zusammengefallen. Und Nikolaus und Silvester ebenfalls. Das ist dann nämlich Das ist denn der Ost... Nee, nicht Ost. Sorry. Das ist denn der Nikosta Silvernachten. Das ist, wenn Nikolaus, Ostern und Weihnachten und Silvester zusammenfliegt. Das ist Nikosta Silvernachten. Und dann bin ich auch mal ein bisschen schlauer geworden. Aber wenn es diesen Tag noch nicht gibt, bin ich genauso blöd wie sonst. Also da ist denn nichts zu überschätzen. Würde ich euch dringend raten, es einzubringen. Wenn dieser Feiertag nicht entsteht, kann ich immer noch nicht schlau reden. Bitte dies als Warnung einleiten. Weil wenn ich schlau rede, dann gibt's wahrscheinlich in ganz Deutschland überall Diamantenbäume und Minecraft-Sachen. Was weiß ich, was man denn sich so vorstellen kann, wenn man mal wieder mit seinen Gedanken übertreibt. Ja, ich übertreibe sehr gerne, das weiß ich. Übertreiben, Leute, ist so meine Sache. Und ja, wenn Donkey da auch hier mit seiner Karre neben mir fährt und denkt, ja, kann sich mal hier als Prominenz einläuten oder will man mein Mini-Let's Play rennen, dann soll er sich da nicht gezwungen fühlen. War jetzt ein logischer Spruch, aber egal. Ihr wisst ja, ich liebe es, unlogisch zu sprechen. Ja, mach ich schon immer. Oh, Yoshi, hätte kaum Baby. Jo, ich hab der Karre kaputt gemacht. Jetzt musst du zur Reparatur fahren und bitte ebenfalls. Und das kostet bestimmt mehr als ein paar 10 Euro. Das kostet 10 Euro und mit einem 55 Cent Stück. Ja, das ist neu rausgekommen, Leute. Ja, es gibt jetzt 55 Cent Stücke.
Die habe ich bloß die habe ich bloß im sozialen Umfeld erfunden, aber was soll's. Oh ey, hör auf zu saugen, Mensch, ey. Also langsam nervt das doch, ey. Du und deine Wohnung zu gehen, ey, also wirklich. Denk doch mal ein bisschen an Spaß, aber nicht nur Wohnung putzen, Alter, Yoshi. Also wirklich, ey. Denkt er wirklich nur ans Wohnungsputzen? Ja, das ist wahrscheinlich ordnungskrank oder was? Ja, Peach genauso eine Hygienetante hier, ey. Geht doch mal ja nicht, ey. Saugen Sie, bis Sie schwarz werden. Ja, und ich sauge, bis ich knallbunt bin. Alles klar, als ich, ob ich solche Staubsaugerkünste hier so wahrnehme. Man saugt höchstens einmal, zwei, dreimal in der Woche. Im allerhöchsten Fall, die saugen hier schon seit einer halben Stunde oder so. Okay, es ist krank sind. Eine Straße muss man nicht sauber halten, Yoshi. Dafür gibt es Putzwagen oder ja, Straßenkehrer. Da brauchst du dir keine Konkurrenz schmieden mit deiner Minikarre. Genau! Wario hat genug, den schreit er mal rum. Wario wollte auch mal abgehen. Muss man ihn ja mal gönnen. Oder muss man das nicht? Ach ja, Mario Boy schon wieder. Boah, ey, Bengi sah das, ey. Das hat einen Tag Ratte gemacht, ey. Also wirklich? Mario, die Straße ist hier. Wahrscheinlich hattet ihr den Staubsauger-Getone schon hier die Ohren verschlagen. Ja, das kann möglich sein. Und Luigi, oh ey. Was ist denn mit euch halt los, Alter? Ist heute der Tag, wir fahren in die Panzer von Wario rennen? Weil das wahrscheinlich neue Kunst im Mario Kart ist? Wir wollen Wario die Items wegschnappen? Na, dann herzlichen Glückwunsch. Glück mit Herzenswunsch. Oh. Stand da gerade. Ja, ich kann toll lesen, ich weiß. Ich kann lesen wie ein Viertelklässler, einer Klasse Viertel. Das ist unser erstes und der Vorschule, aber auch real. Klasse Viertel, ja du Scheiße. Ja, das geht ab, ey. Oh, und jetzt sag ich, die Bienen wollen dann noch ein Bruders Kase putzen. Oh, nee. Die werden wahrscheinlich, dass ich die ganze Hygienerechnung bezahle oder was. Dass ich die Kosten der Putz GmbH hier zahlen muss. Ja, hier hat der Teppich, hier könnt ihr saugen, hier stört das gehen. Hier habt ihr mal eine Welt für euch, obwohl es Bruders Welt ist. Oh, Peach, sag mal, also jetzt noch. Bist eh noch Selbstsuizide oder was? Vermute ich mir schon. Ey, ich weiß mal selber, selbst mal keine Witze reisen. Aber was die machen ist Staubsauger-Suizide oder Clean, auf Englisch Clean Master-Suizide. Die machen ihre eigenen Staubsauger darunter mit. Weil sie von den ersten drei Strecken schon Eis, Schlamm und Straßendreck in der Sorte haben. Dann müssen die Dinger mehr mal anfangen zu knallen. Dass der Staubsaugerbeutel schon voll ist, aber ist bei denen wahrscheinlich der Fall. Wahrscheinlich entsorgen sie den Dreck immer auf den Bahnschienen und denken, die Züge machen das schon. Ey, Peach, was soll das? Was soll das? Machst du, ey? Die ist doch eh noch sowas von Selbstsuizide oder lässt sich in der zweiten Runde schon wieder platt walzen. Also, manchmal checke ich die Welt nicht. Ja, Yoshi hat deine Kollegin verloren, nicht wahr? Hast deine Kollegin im Staubsaugen verloren. Tja, oh ey. Ja, Yoshi, genau. Immer aufpassen.
Ständig hast du in deine Augen Ohrenstaubsaugerschlauch hingehalten. Hast deine Pupillen gesaugt. Hast du noch Pille im Puh? Ja, die Mucke ist wunderbar, die Mucke gefällt mir sehr. Weil ich mit so einer Staubsauger-Clowns mich auseinandersetzen muss. Und die wahrscheinlich viel zu Hygiene besessen sind. Obwohl ja zu viel Ordnung auch krank macht. Aber das ist wahrscheinlich den Welten egal. Weil die sagen, Ordnung muss sein oder Ordnung muss sein muss oder was wie es auch immer, was wie es auch irgendwas, wie ich nicht geblättert. Boah, Beine rennen Knuss. So, mal sehen, wer jetzt von den drei einen Preis bekommt. Na, ich bin Dritter, auf alle Fälle, das weiß ich. Mal sehen, ob sie mit ihren Trophäen die Stromrechnung oder die ganzen Staubsauger und Stromrechnung, was wie es der Geier an Kosten noch zahlen müssen. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Oh, Vierter, naja, scheiß drauf. Jetzt kommt's, jetzt wird's lustig. Lauscht genau hin, Leute, lauscht hin. Lauscht. Was jetzt mit Wario passiert. Wahrscheinlich habe ich einmal zu Malkritiker gespielt. Aber ich glaube nicht, dass irgendwie jetzt halt, oder bekommt dieses drei Trophäen. Mal sehen. Schieseli, wir sehen uns später. Wir sehen uns, wann die Staubsauger eigentlich out geworden sind und es Sauger Staub gibt. Tschüss. Ich fahr nach Hause und geh erstmal. Wer ist das? Ist das der Weihnachtsmann? Genau, das war der Weihnachtsmann. Das war die Christmas-Bombe. Wario, dein Face gefällt mir. Also du kannst Mützen essen. Wusste ich mal gar nicht. Ich kann das nicht. Schmeckt mir viel zu viel nach Textil. Naja, wir haben noch ein bisschen Zeit, das heißt, wir machen noch mal eine Runde, aber diesmal eine andere. Weil ich will nicht schon bei 17 Minuten aufhören, also muss nicht gerade sein. Ja, ich habe wahrscheinlich, die sind zu lange, weil diese 9 Minuten Runde da jetzt. Dann nehme ich die. Die ist auch gut. Also den vierten Platz war schon stylisch. Muss ich sagen, also fand ich lustig. Obwohl ja Luigi da kaum zu sehen war. Also der hat wirklich nur geschillt in der vorigen Runde, aber soll ja auch egal sein. Wir haben unsere Hygienemeister hier wieder am Dampfen, nicht wahr? Ey Yoshi, wo hast du deine Kollegin gelassen? Ist sie nicht da? Hä? Hast sie gefeuert? Hast du gemeint, die hat zu schlecht sauber gemacht? Ich vermute mal schon. Also in dieser Stage hat Yoshi seine Princess da degradiert. Also finde ich ja mal nicht nett. Ja, die wollte ja bloß helfen, Alter. Sie wollte doch bloß helfen, dass du die ganze Sache sauber bekommst. Aber nein, er musste sie feuern, auf aus welchem Grund auch immer. Wahrscheinlich haben die sich um die erste Trophäe. Wahrscheinlich haben die Bilder sich um die erste Trophäe gestritten. Weil die ihnen sagten, ich bin viel sauberer als du, ich hätte viel mehr Ordnung. Ich bin viel schöner, ich bin viel guter an der Hygiene als du, Princess. So eine Abfuhr wollte ich mir auch nicht gerade vorstellen. Naja, ich gehe ja nicht arbeiten, mir soll es egal sein. Aber ich habe ja auch selbst gekündigt, also ich wollte ja selbst aufhören. Ich habe keine Abfuhr bekommen. Die Kündigung wurde nachher bloß bestätigt und das war es dann auch. Da ist ja die Kollegin, na Peach, willkommen zurück. Helft Peach beim Putzen. Ja, mein Helft Yoshi beim Putzen. Haben Sie bitte wieder vertragen, das ist ja fantastisch. Hat sie Peach wahrscheinlich neu beworben in ihrer Eigenschaft. Oh! Yoshi, passt immer auf deine Kollegin auf, ey. Seid ihr etwa hier nochmal umkommen? Wollt ihr euch dann wieder um die Trophäe streiten oder was? So was sieht man ja nicht. Nur weil ihr hier eine Zweimann-Firma seid, braucht ihr nicht denken, der eine ist da der Bessere.
muss schon zusammenhalten in der Arbeit. Das ist wahrscheinlich diesen Clown-Kindern egal. Wie sagt man so schön, pack schlägt sich, pack verträgt sich. Sagt man ja meist so. Also ist es wahrscheinlich nur, weil die Beten da den ersten Platz haben wollten. Das kann möglich sein. Ja, das kann wahrscheinlich Schein der Sache sein. Dass die beiden lustigen, wir fliegen mal hoch, Leute, sich um den, boah, Peach. Ja, okay, ich bin auch nicht besser. Ich bin nur ungut. Gut, Mario, hast du fein gemacht. Hey, Luigi, bist du noch wieder neben Roller? Oh, Yoshi hat dich überholt. Ja, tut mir leid. Oh, jetzt haben sie mir schon wieder lieb gehabt. Ja, guck mal, wie weit Peach entfernt ist von Yoshi. Ich glaube nicht, dass die mit den Trophäen sich irgendwie richtig stark Kompromisse geschlossen haben. Also das kann bestimmt, da ist bestimmt nach den ersten Stage ganz übel ausgegangen. Ich glaube nicht, dass die Bede sich nochmal so anfreunden wie in der ersten Stage. Und da Bede dann die Strecke pflegen. Ah, das kann schon übel werden bei den Beden. Ich habe ja gesagt, so viel Ordnung mal krank. Mittelmäßige Ordnung ist hier, wenn man seine Wohnung auf Standardformat sauber hält und nicht in den Straßenstaub saugt. Ich glaube, die Beten sind in so einer Masche jetzt, dass die sich jetzt Bete wahrscheinlich noch zusammenarbeiten, aber sich nicht mehr so richtig vertragen. Und deshalb muss ich mir auch ihre wunderschönen Schneemänner kaputt machen, weil ja diese Dinger ja viel zu viel Schnee mit sich nehmen. Und ja, Yoshi mag ja keinen Schnee auf Straßen, nicht wahr? Und Peach ebenfalls nicht. Deshalb müssen wir mir alle kaputt machen. Dass die Bäden dann auch die große Strecke staubsaugen können. Oh, pjong, pjong, pjong. Ja, ich kann gut fahren. Seht mal, Leute, so fährt man heutzutage Auto. Das ist gegen die Wandkunst. Also, das habe ich jetzt selbst eingefügt. Ja, und damit habe ich die gute 8 bekommen. Ach, Rosalion. Yoshi, du hast einen Makel vergessen. Du hast die Straße noch nicht ganz gepflegt. Na, ist ja auch klar, wenn man sich erstreitet, dann kann man nicht mehr so gut kooperieren. Also, das ist wohl ganz normal. Verstehe ich auch ein wenig. Jetzt schieße ich mal hier eine schöne Bombe ab. Und dann werde ich mal so richtig himmlisch lachen. Lachen ist ja auch gesund. Macht jeden munter im Mund. Ja, siehst du, jetzt haben die Bilder sich schon wieder eine Haare hier, Yoshi und Peach. Jetzt sagen die zu den nächsten, ich will den nicht mehr sehen, mach deinen Scheiß alleine. Ja, toll, du hast keinen Staubsauger, hat das Peach. Ich glaube nicht, dass du den Peach irgendwie zusammensetzen kannst. Ja, Lachen ist gesund, ich weiß. Lachen ist gesund und macht froh im Mund. Boah, Peach, die Schneemänner werden immer wieder gebohrt. Muss dir noch ein bisschen anstrengen, dass du kaputt kriegst. Ja, so ist das. Ja, das ist so. Todi, oh, jetzt vertragen sich die Bäder wieder. Ist ja schön. Hoffe, das bleibt es auch so. Und so haben die noch, dass Wario dran schuld ist, dass ich ja alles verstellt habe. Sind ihre Staubsaugis da hier kaputt gesendet hab, oder? Was weiß der Peter Griffin so gesagt? Ich höre mir ganz lieb zurück. Ich bin Vierter, ich will nicht wissen, was die da hier vorne machen. Ich will nicht wissen, wie die sich da anpöbeln. Ich bleib Vierter und chill ein bisschen. Mir soll das egal sein. Wenn die sich so lieb haben, lass die doch. Naja, okay, jetzt bin ich Sechster. Soll ich das stören, ne? Bin ich von den Einzelmännchen weiter weg? Naja. Ich hoffe, ich muss die Runde. Soll mich nicht stören.
Ich will bloß, wenn diese Beten da wegkommen, weil die sich immer streiten hier. Haben in der ersten Runde so gut kooperiert und jetzt sind sie nur am Rumschimpfen hier. Der Noshi gibt dem Martin jetzt immer zu, ey. Ich will nicht wissen, wenn ich jetzt wieder hier in der unteren bin und ihr gewinnt, ob er sich noch um die zweite Trophäe hier noch streitet. Also ich will in den Konflikt nicht mit drin sein, also ich halte mich da lieber raus. Und sahen die nachher noch Zaletvarius und sah schon Spider-Kill die Schuld. Das wollen wir ja auch nicht. Ich hab schon Leute, die mich hassen am Hals. Und die geht's bei Donkey und das sind die Skins aus Donkey 64. Boah, ey, kann ich von den Taten immer hier abusen? Nein, wenn ich wieder am oberen Platz bin, dann denken, dann kann ich da nur zuhören, wie die sich beide da anpöbeln. Mal vertragen sie sich, mal schlagen sie sich und mal was wie ist da. Siehst du, Teach ist mal wieder sehr hinterlistig und macht ihren Kollegen Yoshi wie die Hölle heiß. Hat man ja genau gesehen, dass die Bede sich jetzt überhaupt nicht gern haben, dass die sich da nur voll pöbeln und denken, dass man als Staubsaugerunternehmer oder was wie ist der Geier sich hier einfach mal streiten kann. Ich möchte bloß von die Beden weggehen. Mario bleibt ein bisschen hinten, weil sonst denken die nachher, dass ich hier der Auslöser bin, obwohl das eigentlich deren die Trophäen waren und nicht meine. Die wollten wahrscheinlich alle sehen, aber einer wollte die goldene, der andere wollte die silberne haben. Also die einer wollte die goldene und silberne haben. Das ist doch wahrscheinlich der Fall. Ja. Wir kriegen Staubsauger, Leute, hier. Saugerstaub. Ey, man sieht es eindeutig. Yoshi und Peach, die können sich gar nicht mehr leiden. Merkt man total nicht. So gut sind die Bilder auch nicht mehr. Ich glaube, das wird bei der Trophäenausgabe noch ganz übel enden. Ich möchte da bitte nicht mit drinnen sein. Lass mich lieber Peter sein, der fällt mir viel lieber. Dann weiß ich wenigstens, dass ich mich bei diesen... Oh, Mist. Ich wollte eigentlich Vita sein, sonst muss ich bei den Strategen noch beitreten. Dann wollen sie mir nur noch haben, meine Bronze-Trophäe. Und dann in nachher Wario drückt die Trophäe ab. Wir können hier aber vergessen, die bei dich. Ich habe ja auch mein Recht auf mein Geld oder auf meinen Bronzeplatz. Und du könntest schon um die beiden Silbernen und Goldenen streiten. Dann soll mir egal sein. Da könnt ihr streiten, bis es nicht mehr zu streiten gibt. Weil ihr habt euch ja in den beiden Runden nur gedisst, Alter. In der zweiten Stage nur angeschimpft. Ja, ich weiß es, da habe ich es selbst erfunden, aber Leute, es ist ein Let's Play. Man soll da Spaß haben. Und irgendwas ist doch nicht schlimm, wenn man mal ein paar Leute imitiert. Ist ja bloß ein Spiel. Das habe ich auch schon mal, habe ich auch in YouTube immer geschrieben. Es ist bloß ein Spiel. Man soll das nicht als Realität sehen. Aber wie gesagt, ich rede jetzt in dieser Thematik weiter. Okay. Also, wie es schon wieder aussieht, haben sich ja Peach und Yoshi total gerne total am Pöbeln und Family Guy und so, was weiß der Geier und was weiß ich. Geht denn da hinten ab, ey? Reißen sie da ein Gebäude hin oder was geht da los? Hoffe nicht, dass sie mein Gebäude haben, wenn wir den Minerva abreißen. Den da unter Schutt begraben. Hallo Mario, wie geht's dir so? Alles gut, alles fein? Ja, Spaß muss ja auch mal sein. So, Donkey, ich hab so gewusst, dass die Bilder sich wieder streiten hier. Mensch. Bloß weg von diesen Leuten, Alter. Yoshi wurde gerade so richtig übel gedisst. Und ich meine mal so richtig. Ich glaube, dass... ich will bitte wieder sein. Okay, zweiter. Scheiße, ich sehe zwischen Peach und Yoshi. Oh, scheiße, ich glaube, die werden mich jetzt bestimmt in auf die Pfanne geben.
Shit! Ich bin bei den Streithähnen mit bei. Oh weia. Mal sehen, was jetzt passieren mag. Also, ihm ist ganz mulmig. Ich möchte nicht wissen, was die denen sich jetzt unter sich vereinbaren. Das kann übel werden, Leute. Also, die keine Horrorszenen haben, können bitte jetzt wegschalten, sonst... Naja, ich bin nicht in der Mitte, Gott sei Dank. Ich switch dann gleich wieder ab, wenn die Spiele sich dann wieder lieb haben. Dann gibt's jetzt 3 Trophäen und Yoshi und Peach streiten sich bestimmt gleich wieder. Ach, wie schön. Ja, das ist mal wieder ganz natürlich im Leben. Und? Wo sind die anderen beiden? Ich weiß, warum die Bienen nicht kommen. Wahrscheinlich hat die Community herausgefunden, dass die Benedikt damals gestritten haben und jetzt müssen sie den Preis dafür bezahlen. Wie gesagt, wenn man sich so akut in den Job streitet, ist klar, dass man verliert, dass man nichts bekommt. Tja, Yoshi, habt ihr was draus gelernt? Man soll sich wahrscheinlich ein wenig streiten, aber nicht so, dass man seinen anderen total im Hinterfeld stellt. Da habt ihr mal gelernt, dass die Community diesmal es nicht gegeben hat. Ich hab was bekommen, ich bin ernstes Schild nur gefahren. Ich hab mich auf keinen Typen eingelassen, das beim Spiel. Weil die Bienen jetzt unter sich da ausmachen, ist mir ja. Ich switch ab und beende den Part und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Bis dann.